So, willkommen wieder bei Let's Play Minecraft Pocket Edition, Folge 102 sind wir jetzt schon, Alter. Ja, ich nehme noch im Anschluss von Folge 101 auf, weil ich ja dieses neue Modell, Folgenmodell, sag ich mal, ausprobieren möchte, ob das jetzt so läuft oder eher nicht. Mit 15 Minuten Folgen, dafür nehme ich dann so zwei auf, anstatt eine längere und könnte vielleicht auch mehr Folgen bringen. Ist natürlich jetzt eigentlich nicht unbedingt mehr dann, aber ich schaffe das halt ein bisschen besser, auch mehr Videos zu bringen. Und es guckt sich auch nicht jeder über 20 Minuten, muss ich mal schauen. So, wir sortieren ja weiter unsere Kisten, ein toller Start, aber ich meine, wie gesagt, wir müssen das ja nun mal erledigen, ne? Und da werde ich mal schauen, in der nächsten Folge werde ich dann ja wohl wissen, was ihr geschrieben habt. Oder in der übernächsten muss ich mal schauen, werde ich dann ja wohl wissen, was ihr geschrieben habt wegen Garten und so. Ja, was haben wir denn noch, was wir einzeln müssen? Hier Steine, genau, da würde ich auch noch eine generelle Steinkiste machen. Wo haben wir denn jetzt hier? Cobblestone. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir hier Cobblestone? Da mache ich jetzt erstmal eine ganz normale Steinkiste von, ganz ehrlich. Mache ich jetzt. Ich sage jetzt hier zack und hier Stein. Stein. Allgemein. 1, 2, 3, 4, 5 und zack, so. Und da würde ich nämlich jetzt sagen, hier wo die Cobbles alle drin sind, packe ich dann auch schön fröhlich hier diese Clean Stones rein, also die ganz normalen Steine. Und ja, mit Kies muss ich mal sehen, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine extra Kieskiste noch machen wollen. Aber was auf jeden Fall hier noch mit reingehen in die Krimskramskiste ist folgende Schienen zum Beispiel, würde ich mal so sagen. Und Gras, ganz ehrlich, was wollen wir mit Gras? Sandstein, ich weiß nicht, da für eine extra Kiste muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Gold Nuggets sind Mob Drops. Die würde ich auch gerne in eine Mob Drop Kiste reintun. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber würde ich gerne so machen. Ja, was könnte sonst noch in die Krimskrams Kiste rein? Pilze zum Beispiel, würde ich mal so sagen. Erstmal. Und bemussten Stein packe ich in die Steinkiste mit rein. So. Den Zaun da, den packe ich nochmal mit in die Holzkiste rein. Wo haben wir denn jetzt hier? Wo, nee, Quatsch, das waren ja Diamanten. Wo ich denn jetzt die blöde Holzkiste? Wo ich denn jetzt blöde Holzkiste? Stein allgemein, Werkzeuge, Holz allgemein. Genau, so. Treppen zum Beispiel, hier Zauntor. Was haben wir noch, was da rein könnte? 5 Türen und hier eine Kiste. Jo, dann kommen nochmal wieder Werkzeuge und zwar hier Werkzeuge. Da würde ich mal so sagen, packe ich jetzt rein. Hier ein Feuerzeug. Das ist auch ein Werkzeug. Zack, zack, zack. Ja, ich meine, wir haben ordentlich Werkzeuge schon dabei. Saplinge würde ich dann, wo packen wir die denn mal rein? Die würde ich auch erstmal in eine Krimskramskiste reintun. Ich meine, für jeden Mist eine eigene Kiste ist auch ein bisschen blöd. Also ganz ehrlich, ist ein bisschen übertrieben. Aber hier Flint und sowas kann da auch rein. Kürbis nicht. So, der Rest nicht. Ja, Kies packe ich jetzt auch erstmal da rein. Aber ganz ehrlich, da müssen wir nochmal überlegen. Wollen wir eine extra Kieskiste machen oder wollen wir das nicht machen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Was wollte ich jetzt? Achso, genau. Ich wollte noch in die Steinkiste. Wollte ich noch hier sagen. Viermal muss ein Stein reinpacken. So, zack. Es gehört ja auch zu allgemeinen Stein, sage ich mal so. Äpfel. Ich glaube, das wäre echt besser, wenn wir eine allgemeine Essenskiste machen. Nee, eine Kürbiskiste haben wir jetzt echt noch keine Kürbiskiste, das glaube ich jetzt aber echt nicht. Wieso zur Hölle habe ich keine Kürbiskiste gebaut? Das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Brandfehlen sie, was ist los mit dir? Oh nee, ne? Oh nein. Oh nee. Dann machen wir hier eine Dingskiste. Habe ich da schon was drin irgendwie? Nee, gut. Ganz ehrlich, dann mache ich das jetzt folgendermaßen. Hier Kürbis. Zack, und in diese Kürbiskiste kommen nicht nur Kürbisse, sondern auch Kürbissamen rein, ohne Witz. Weil das ist für jeden Kram eine einzelne Kiste. Muss nicht sein unbedingt. So, Mob Drops, wo haben wir die Mob Drops wieder? Alter, das sind voll die langweiligen Folgen jetzt wahrscheinlich gerade, aber ich meine, was willst du machen? Ja, man muss halt auch mal einsortieren, die ganzen Kisten, weil ganz ehrlich, ich dachte, das ist ja Kürbe bei den ganzen Kisten, die wir haben. Wie wollen wir überhaupt das Kistenlager hier noch auskleiden? Komplett aus Granit oder eher nicht. Also ich meine, das möchte ich gerne lassen, hier so mit der Lava. Und das möchte ich auch hier so lassen, dass das hier so ein bisschen fließt, die Lava. Und hier weiß ich noch nicht. Und auch so drumherum weiß ich auch noch nicht. Wollen wir das so aus Stein lassen oder wollen wir da irgendwie noch das ein bisschen anders auskleiden? Schreibt es bitte mal in die Kommentare rein. Dann werde ich da mal schauen. Und ja, so nächste Kisten. Oh, meine Güte. Ey, das ist aber auch ein Spaß. Ein Spaß, ein Spaß, ein Spaß. Hier, zack. Lava-Eimer packe ich auch in eine Krimskramskiste rein, ohne Witz. Guck mal, wie viel Erde wir hier noch haben, das ist ja unfassbar. Und Slabs haben wir auch noch, aber die möchte ich möchte ja nicht die Slabs mit rumbauen, um den, ja, wie heißt, um den, Mann, wie heißt, um die Felder, so, meine Güte. Boah. So, erstmal wirklich alles einsortieren, weil das geht mir so auf den Keks hier mit den Kisten. Was haben wir hier noch? Kaktusgrün, toll, das packe ich auch in eine Krimskramskiste gleich rein. Leiter, zack, und hier auch noch, zack, und zack, Alter, wir müssen diese ganzen Kisten erstmal aufräumen. Was ist das denn hier? Schwarze Wolle, Mensch. Aber wollte ich ja nicht nehmen. Ich wollte ja jetzt keine Wolle nehmen, sondern ich wollte ja für den Fernseher. Guck mal, hier haben wir noch mehr Kürbisse. Wollte ich ja Obsidian nehmen. Hallo, rein mit dir.
So, zack, haben wir noch was drin. Nee, dann kann ich jetzt auch sagen, Lava-Jauskippen ganz bestimmt im Holzhaus auch noch. Das wäre es jetzt auch noch. So, Kiste kommt mit. Ich hoffe, wir haben noch Platz dafür für die Kiste. Zack, und hier. Oh Mann, ey, diese Windows-Meldung regen mich so auf. Ey, ich krieg ständig Meldung, dass mal. Willst du mich verarschen? Ich hab doch gerade reingesch. Willst du mich verarschen? Hä? Bevor die alle despawnen wieder wie letztes Mal. Aber ich hab doch gerade. Ich hab doch gerade. Willst du mich veräppeln? Jetzt mal ohne Witz. Hab ich nicht richtig in die Kiste geschaut? So, eine Doppeltruhe oder nicht? Jetzt aber schnell, bevor das alles despawnt. Schnell. Ach, und die Diamantspitzhacke ist uns doch letztes Mal despawnt. Genau, als uns ja die ganzen Items despawnt sind. So, Rüstung, ich weiß, Rüstung können wir auch wegschmeißen hier. Ganzen Teil, aber trotzdem, ich sortiere es erstmal alles ein. Damit wir es hier erstmal drin haben, überhaupt. Dann haben wir immer in Reserve auch Rüstung, sage ich mal so. So, hier Mob-Drops haben wir da welche noch von. Nee. Guck mal, hier ist noch ein Rüstungsteil, was ich vergessen habe. Hier, zack, Rüstung. Hier Helm und hier Äpfel haben wir auch. Alter, ich mach ein bisschen schnell jetzt, ein bisschen hektisch wegen den Items, weil die müssen jetzt ja auch mal langsam. Die dürfen jetzt ja nicht despawnen. So. Hallo, rein mit dir. Mensch. So, dann, was kommt jetzt hier noch rein? Nix. Dann machen wir jetzt hier. Was wollte ich? Eine Holzkiste. Wo ist Holz allgemein? Wahrscheinlich weiter rechts war das, glaube ich. Ja, Alter, ich muss hier unbedingt sehen mit den Rahmen. Dass wir Rahmen. Nein, jetzt habe ich Erde reingetan. Oh. Toll, hier zum Beispiel Baumstämme kommen da auch mit rein. Und hier wieder ein paar Treppen. Und Slabs zum Beispiel kommen da auch mit rein, würde ich mal so sagen. Hier diese Slabs auch genauso. Und Sticks genauso. Und was kommt noch da rein? Guck mal, jetzt haben wir noch eine. Die Steinkiste haben wir auch noch. Und hier Werkzeuge, da kann ich auch schon mal wieder ordentlich rein. Und zum Beispiel noch eine Schaufel. Mehr Werkzeuge haben wir jetzt gerade nicht dabei, außer das Schwert. Dann Stein allgemein, da kann zum Beispiel noch rein. Hier Cobblestone. Ganz ehrlich, ich packe da auch jetzt einfach mal diese Steine rein. Sowas wie Granit und Diorite und jetzt Kram sind auch Steinsorten. Ich meine, ganz ehrlich, wie gesagt, ich möchte nicht für jeden Kram eine einzelne Kiste haben. Das ist irgendwann dann ein bisschen zu blöd. So, hier, guck mal, Kürbisse. Da kann ich auch mal wieder sagen, hier, zack, Kürbisse. Haben wir 7 Stück noch von. Die müssen wir auch nochmal anpflanzen. Also, wir müssen das Feld nochmal vergrößern irgendwie, ne, wenn wir noch mehr anpflanzen wollen. Junge, wo sind die Goldbarren? Hier, zack. 3-mal Goldbarren. So, was haben wir noch? Erde. Boah, ein bisschen schnell jetzt. Ich will nicht, dass die Items despawnen. Ich sollte da gleich mal hingehen zur Sicherheit. Schon mal ein bisschen was wieder aufnehmen. Zack. Und. Oh, wir haben ja noch mehr Holz. Hier auch Holz allgemein. Zum Beispiel 3 in die Leiter noch. Und hier nochmal 59 Slabs. Und was haben wir noch? Sonst haben wir nichts Holz allgemein. So, ich geh jetzt erstmal hoch. Nee, erstmal hier Krimskramskiste. Die Eimer packe ich da auch rein. In die Krimskramskiste, würde ich mal so sagen, ganz ehrlich. Wo sollen die sonst rein? Oder Wolle auch? Ganz ehrlich, Wolle kann doch da auch rein. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so in Ordnung findet, aber ich mache es jetzt erstmal so, provisorisch. Und die Eisentür packe ich da jetzt auch erstmal rein. So, jetzt schnell, bevor die Items alle weg sind. Ey, das wäre natürlich noch der Hammer. Vor allem, wenn das Nacht ist. Hier, ich hab's gewusst, es wird Nacht. Sind da gleich bestimmt wieder irgendwelche Viecher. Ich renne hier schon fast ohne Schwert rum. Das wäre es natürlich noch, wenn ich jetzt hier ohne Schwert rumrennen würde. Was ich immer geil finde, wie können die Dorfbewohner, oder nicht, wie können die sowas bauen, sondern ich finde es geil, was die hier gebaut haben, so einen kleinen Mini-Turm. Da ist hier. Soll ich da mal hingehen jetzt so schön nachts mal? Erstmal die ganzen Items aufnehmen hier, bevor ich irgendwo hingehe. Oh ja, ich hab's ja alle aufgenommen, gut. Haben wir jetzt irgendwas zu fressen oder Spinnaugen dabei? Pff, toll, Freude, das Fleisch will ich natürlich nicht. Ah, wir haben noch hier genau das eine Steak. Weil ich möchte mal ganz kurz rausgehen, das müssen wir mal eben kurz machen. Hier, oder gebratenes Schweinekotelett. Ja toll, das hätten wir auch am Tisch essen können, Brand, du bist so toll. Aber Wurst jetzt, es ist zu spät. So, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt mal eben ganz kurz, das muss mal eben sein, neben den ganzen Kistensortierungskram, möchte ich mal eben ganz kurz hier in dieses Haus rein, möchte mal eben hier rauf und möchte einfach mal hier stehen. Weil, oh Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, das haben wir alle schon gebaut, das haben wir echt alle schon gebaut in diesen 102 Folgen. Mal eben ganz kurz hier die GUI ausblenden. Boah, Leute, guckt euch das mal an, ey, das ist das nice, ey. Also ich meine, ich freue mich, dass ich das alles gebaut habe, weil ihr wisst ja wahrscheinlich auch immer noch, wo ist denn jetzt die Pause-Taste da, dass ich kein Meister im Bauen bin. Ich bin richtig stolz drauf, dass ich das geschafft habe, dass ich so viel schon gebaut. Ich bin richtig stolz drauf, ohne Witz. Ich musste gerade mal schauen. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen größer noch bauen. Ja, so, jetzt aber folgendes, hier Tür auf und rein mit uns, pennen gehen. Monsternacht, wie gesagt, möchte ich jetzt noch nicht mal erstmal die ganzen Kisten einsortieren, weil... Die stören so im Eingangsbereich, sollen die ganzen Kisten nicht mehr stehen. Ja, was kannst du mal so für Themen sprechen? Es wird wieder wärmer draußen. Wir haben hier, Alter, eben morgens immer 5 Grad. Und bei den 5 Grad, wo man dann aber auch friert, wo es dann irgendwie kalt ist, obwohl es 5 Grad sind. Sehr merkwürdig.
Aber dafür haben wir dann, das ist richtig merkwürdig, dafür haben wir dann, merkwürdig, das ist eigentlich ja ganz normal, aber es ist halt immer so witzig irgendwie. Dann haben wir dann, wenn ich dann von der Arbeit komme, so um 4 Feierabend habe, dann, yay, dann denke ich mir so, Alter, so sag ich es, dann sind das irgendwie so zwischen so 15 und an die 20 Grad schon. Das ist richtig bombenmäßig, ey. Ja, wird langsam wieder wärmer, freue ich mich drüber. Freue ich mich richtig drüber. Im Sommer bin ich auch nochmal im Urlaub. Was war das denn jetzt gerade hier? Wo ist meine Erdekiste? Hier, da, zack. Im Sommer bin ich auch nochmal im Urlaub. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen vorproduzieren müssen, so im Juli, denke ich mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und ja. Mob Drops. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, wo ist die Holzkiste wieder hin? Hier, nein, Stein allgemein, Holz allgemein. Boah, das ist aber ätzend hier. Dann nimmst du 2 Folgen auf, wie du nur Kissen einsortierst. Ey, das ist so ätzend. Ich kann Gronkh da wirklich verstehen, was er mal meinte. Er meinte ja auch bei Life in the Woods, dass das viel geiler da mit dem Einsortieren ist. Dass er das auch immer richtig gehasst hat, da damals im Vanilla Let's Play. Ja, und wir sind hier im Vanilla Let's Play. Also ich meine, ich spiele gerne ohne Mods, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele gerne so das Vanilla Minecraft und auch ohne PvP so ein bisschen. Also ich meine, PvP, ich habe nichts gegen PvP, natürlich nicht, aber ich mag es trotzdem lieber ohne, weil erstmal bin ich nicht so gut in PvP und ich mag Minecraft Vanilla einfach. Ich mag es einfach. Minecraft Vanilla. Vanilla, so. Mob Drops. Zack, 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 zack. Und hier auch nochmal zack und hier auch nochmal zack. So, was haben wir jetzt noch? Nix. Jetzt weiter einsortieren. Soll ich mir mal einen Apfel hier rausschnappen? Ganz ehrlich, wir haben jetzt nur 7 Äpfel. Wir müssen auch mal einen Apfel fressen. Wir können Goldäpfel craften, aber wir müssen auch mal craften. Essen meinte ich nicht craften. Oh Mann, was ist denn los? So, nächsten Kisten einsortieren. Boah. Hab ich eine Lust. Ich bin sowas von froh, wenn wir diese Kisten hier einsortiert haben. Ich bin echt froh, wenn wir diese Kisten hier einsortiert haben. Guck mal, ist ja nur eine Doppeltruhe. Aber ich möchte die trotzdem jetzt auch nicht wieder ganz abbauen, weil dann liegen die Items wieder so blöd da rum und das ist wieder ätzend dann. Ja, Alter, wie viel Rüstungen alles hier. Hey, da war gerade eine verzauberte Rüstung. So, Setzlinge, Alter, wie viel haben wir denn? Aber wir haben eine ganze Menge an Items, muss man mal dazu sagen. Guckt euch den ganzen Kram mal an. Eigentlich kann man echt davon mal eine Menge wegschmeißen, ohne Witz. Wird ja doch noch ein bisschen viel dann auf Dauer. So, zack, Rüstung. Zack, Rüstung. Zack, zack, zack. Und zack. Zack, zack. Und zack. Und hier noch mehr Rüstung, Alter, hier Eimer, Fackeln, wie viel passt noch in unser Inventar? Ach, da passt ja noch ein bisschen rein, hier kann ich noch Mauern mitnehmen, noch mehr Cobblestone, noch mehr Erde, hallo, Cobblestone, Erde, Pfeile, Netherrack würde ich dann auch in die Krimskramskiste mit reintun, hier haben wir noch ein Rüstungsteil. Gut, jetzt haben wir erstmal keinen Platz mehr im Inventar und den Rest einsortieren, ja toll, ich freue mich, richtig tolle Wars, ist ja ganz klasse. Mega toll, ne? Aber ich freue mich echt, wenn wir damit durch sind, ey, weil das ist jetzt voll ätzend. Ich hoffe, die Folgen sind noch so in Ordnung für euch, aber ich meine, jetzt nach 100 Folgen, jetzt müssen wir auch mal sehen, dass wir hier unsere Kistenlage mal schön weiterbauen. Und, ja, wo ist die Rüstungskiste? Wo ist die Rüstungskiste hin? Da, hier, Rüstung, zack. Alter, die ist auch schon fast voll, ich glaube, ich schmeiß echt ein bisschen was weg von der Rüstung. Aber ganz ehrlich, Lederrüstung brauchen wir nicht und Goldrüstung sehe ich jetzt auch nicht allzu sinnvoll an, muss ich mal ganz ehrlich sagen, was wollen wir damit, ohne Witz. Ich meine, für Notfall ist ein bisschen Rüstung schon ja nicht schlecht, aber wir sind jetzt ja, also ich meine, wenn man dann immer im Notfall ist, reicht ja auch ein bisschen was an Rüstung. So, zack, Weizen, Seeds hatten wir jetzt, ne, haben wir nicht mehr. Toll, jetzt habe ich da natürlich, ganz klasse, jetzt muss ich nochmal zur, was war das jetzt? Genau, nochmal zur Rüstungskiste, habe ich was vergessen, die Schuhe hier. Oh, guck euch mal an, wie viel, Alter, mal ohne Scheiß, mal gerade, warte, hier, guck mal. Ich bin reich, ich habe so viel Rüstung, guckt euch das mal an, ist das geil, ist das geil, ich bin Rüstungssammler, boah, so nice. Ja, muss man auch mal bringen, ey, sowas, ey. Ja, so zack, hier 7-mal Schwarzpulver. 24 Mal, Alter, hier verrottetes Fleisch, will ich eigentlich niemanden anbieten. Ey, ohne Witz. Wo ist die Erdekiste hin? Ja, ist natürlich blöd, jetzt labere ich die ganze Zeit hier vom Einsortieren, aber ich meine, was willst du machen? Wo ist die Stein-Allgemeinkiste hier? Steine rein und die Mauer rein und Netherrack. Ne, Netherrack packe ich dann doch auch dort rein, weil ich meine, ist auch Gestein. Netherrack, noch mehr Netherrack. Wo haben wir noch die Mob-Drop-Kiste wieder? Hier Mob-Drops, zack. Was haben wir noch an Mob-Drops hier? 4 Spinnenaugen. Meine Güte. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zur Krimskrams-Kiste hin. Weil dort würde ich zum Beispiel gerne Bone mir noch mit reinsortieren. Die 2 Blumen hier, oder Tulpen, ja, meine Güte. Und hier Eimer und hier, zack. Und dann haben wir jetzt hier auch noch 5-mal Netherrack, den ich dann auch dort gerne einsortieren würde. Haben wir da noch mehr Netherrack? Ich
weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich sehe hier jetzt keinen Netherrack, der hier neu ist. So, dann hätten wir hier zum Beispiel auch noch eine Werkzeugkiste wieder. Können wir noch wieder einsortieren hier. Zack, 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 zack. Alter, wie viele Scheren wir auch haben, ne? Auch witzig. So, wo ist unsere Mob-Jobs-Kiste? Haben wir noch Pfeile? Guck mal, ich meine, Alter, guck, das machen wir 53 Pfeile, wir haben Bogen. Eigentlich könnten wir mal wirklich mit dem Bogen ein bisschen schießen. Wie sich das gerade anhört. Bei 15 Minuten sind wir schon wieder. Was? Aber trotzdem, ich beende gleich die Aufnahme, weil jetzt passt gerade echt nicht. Ich möchte das hier nochmal kurz zu Ende bringen. Ich möchte es zu Ende bringen. Wo ist unsere Holzkiste wieder hin? Wo ist wieder unsere Holzkiste hin? Holz allgemein. Packe ich auch die Schilder rein. Da träumt sich. Und Zäpplinge? Ne, die kommen ja in die andere Kiste wieder rein, ne? Genau. Wo ist Stein allgemein? Hier, nein, das sind's Machte. Krimskrams Kiste, Zäpplinge rein. Oder packen wir die auch in eine Holzkiste? Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Stein allgemein, Netherrack noch mit rein. So, und kommen ganz ehrlich, den Rest hin, das schaffen wir, das schaffen wir. Es ist jetzt auch nicht mehr so viel. Ich möchte das jetzt noch schaffen, dass wir in der nächsten Folge schön vernünftig wieder ohne diesen ganzen Kistenwahn mal wieder was machen können. Weil das hältst du nicht aus, ey, das hältst du nicht aus. Guckt euch das mal an. So, jetzt haben wir hier auch nicht mehr, okay, ein bisschen ist es noch, aber es ist jetzt auch nicht mehr so mega viel. So, zack. Hier noch Federn, Knochen wieder. Was haben wir hier nochmal? Schwarze... Nee, Netherziegel, lol. So. Mann, nun nimm doch. So, ey, ich bin froh, wenn wir das gleich geschafft haben. Ey, wenn wir das gleich geschafft haben, ey, dann mach ich 3 Kreuze, ey, ohne Witz. So, hier auch noch Netherrack wieder. Zack und zack. So, und jetzt hier Kisten abbauen. Alter, gleich sind die Kisten schon mal weg. Wenn wir sie gleich einsortiert haben, ich mache einen Freudensprung, Alter, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und auch die Werkbank. Die Werkbank, die kann hier auch weg, ohne Witz. Ganz ehrlich, die Werkbank würde ich viel lieber in der... Haben wir in der Küche eine Werkbank? Nee, aber die würde ich gerne in der Küche hinstellen, die Werkbank, weil da passt sie besser hin, finde ich. Ich meine, eine Werkbank zur Küche passt das jetzt eigentlich nicht unbedingt. Stellt euch mal vor, ihr hättet im Real Life in der Küche eine Werkbank. Würdet dann alles vollsauen damit, hier Holzspähen und Sägespähen und so. Ich meine, trotzdem finde ich das erstmal so ein bisschen passender, wenn wir jetzt hier eine Werkbank hätten. Über unserem Notenblock zum Beispiel. Oder hier so direkt. Hier oben. Und jetzt guck mal hier. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so hört, weil ich auch Hintergrundmusik mit drin habe, aber... Ding, 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 ding. Unser Notenblock. Hier, guck mal auf, wie das jetzt aussieht. Voll leer. Aber jetzt möchte ich das nochmal eben einsortieren. Vorher beende ich hier nicht die Aufnahme. Alter, wir sind fast Level 18. Ist ja nice, ey. So, es geht da runter, bitte. Geh da runter, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. So. Na, wo haben wir denn jetzt hier die, Mensch, hier, Stein allgemein. Da kommt wieder der Kram rein und hier Netherrack wieder. Also Netherstein oder Holzstein, sag ich schon. Höllenstein. Alter, wer braucht so viel Höllenstein, ey? So, hier 30 mal Kobbel und dann packe ich hier genau zum Beispiel auch. Das ist ja, was ist das jetzt so? Diorit. So, blöde Husterei immer. Alter, wie viele bemooste Steine haben wir denn? Da haben wir ja auch schon ordentlich... Ach ja, ich fand das, ich habe mich immer so aufgeregt in den Anfangsfolgen, dass man jetzt diese bemoosten Steine einfach so in Kisten findet. Nicht in Kisten, sondern... Quatsch, dass man sich die craften kann. Ich glaube, man kann sich die ja echt craften, oder? Bin ich nicht so der Freund von, weil ich finde es richtig geil, wenn du das... Es hat immer früher so einen Seltenheitswert gehabt, die Moss-Stones, die Moossteine. Und deswegen, ich sammle die immer gerne noch weiterhin. Machen wir auch so oft, aber... ja, wo ist die Holzkiste jetzt schon wieder? Mann... Mensch, hier, das treibt mich in den Wahnsinn, ey. Boah. So, was haben wir jetzt noch hier? Was war das jetzt hier noch? Netherziegel würde ich dann wiederum in... So, komm, den Rest den packen wir zum Beispiel jetzt hier rein. Netherziegel, Sandstein, Sandstein, Stufen, nochmal Kies, noch eine Treppe. So, jetzt haben wir da nichts mehr drin. Ja, perfekt, würde ich mal so sagen. Guck mal, Alter, wir haben echt aufgeräumt. Ich hole jetzt ein bisschen was zu futtern da noch. Würde ich mal sagen, haben wir hier, ja toll, ein Weizen. Haben wir Karotten? Ja, Karotten müssen wir eigentlich auch mal essen, aber ich würde trotzdem jetzt gerne zu Kartoffeln tendieren. Würde ich sagen, nehme ich jetzt einfach mal ja, so ein paar raus und ein paar Werkzeuge nehme ich auch nochmal raus. Ich nehme mal einen Stack Erde mit, weil den kannst du immer mal gebrauchen. Für, wenn du unterwegs bist. Erde, Schwert, Kartoffeln. Und wo haben wir hier Werkzeuge? Ja, eine Schere kannst du immer mal gebrauchen, eine Spitzhacke, eine Feldhacke, eine Schaufel... Eine Axt, die fast kaputt ist, packe ich nochmal eine extra Axt rein. Und ja, okay, ein Feuerzeug brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, eine Spitzhacke kann ich auch nochmal eine Reserve-Spitzhacke reinpacken.
Gut, da würde ich mal so sagen, craft auch nochmal eine Diamantspitzhacke hier. 1, 2, 3. Tut mir echt sehr leid, euch mal was mitzumachen. Einfach damit wir den missglückten Block da wieder wegkriegen. Na, wie heißt der missglückten Obsidian-Block? Meine Güte. So, wo haben wir jetzt hier Holz, 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 Holz? Sag mal, bin ich blind oder was, ey? Ja, bist du brand? So, Holz allgemein. 1, 2, 3. Ah, Quatsch, wir brauchen 2 Sticks, ne? Ja, für eine Spitzhacke braucht man 2 Sticks. Sticks, genau, man braucht Sticks. So, Diamantspitzhacke, die muss ich aber unbedingt gleich wieder wegpacken. Die möchte ich jetzt nicht mit mir rumtragen lange. So, das meine ich nochmal kurz in dieser Folge. Und dann beende ich sie erstmal. Und die nächste Folge wird eine Monsternjagdfolge. Und die übernächste Folge, da werde ich dann sehen, dass ich auf die Wünsche von euch eingehe. Oder was ihr so auch so geschrieben habt, auch zu dem Vorhaben, was wir hier noch machen wollen. Weil ich möchte wirklich gerne hier irgendwie einen Garten hinbauen. Und das hier alles so wegmachen. Was habe ich denn jetzt eigentlich gerade? Achso, genau. Irgendwie, dass wir so einen Garten haben dann da draußen. Das wäre so krass geil, Alter. Das wäre so mega. So, jetzt haben wir hier hoffentlich keine Viecher. Gut. Nehme ich das hier nochmal weg, das Obsidian. Zack, 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 zack. Komm, bau das Obsidian ab. Bau das Obsidian ab. Wumm. Und jetzt haben wir hier Obsidian, was ich richtig bauen kann. Wupp, perfekt, jetzt fehlen uns nur noch 4 Obsidian-Blöcke. So, die können wir uns ja eigentlich auch bauen, indem wir irgendwie Lava ausschütten, oder? Lava auf Wasser oder irgendwie sowas? Müsste gehen. So, in dieser Folge nochmal die Diamantspitzhacke wegpacken und dann beende ich die Aufnahme erstmal. Weil sonst wird's zu lang. Sonst wird doch zu lang. Ne, ich und so. Zack, 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 zack. Wo ist die Werkzeugkiste? Wo ist die Werkzeugkiste? Hier, zack, so. Diamantspitzhacke, rein mit dir. Gut, dann sag ich mal, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Danke, Leute. Und echt hammergeil. 102 Folgen haben wir jetzt schon rum, ey. Boah, ist das nice. Oh, das ist ja der Himmel. Alter, ich weiß nicht wieso, aber ich dachte gerade, da wären Obsidian-Blocken fetter. Das ist der Himmel. Alter. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und yo, in der nächsten Folge Monsternacht mal wieder machen. Und dann sehen wir auch, dass wir weiter bauen. Und hast du mich gesehen und so. Jo, ciao Leute, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch echt einen schönen Tag. Und jo, echt hammergeil, krass, was wir schon alles hier geschafft haben. 102 Folgen, ey, mega, mega. So, danke fürs Zuschauen. Tschüss Leute, ciao.